Meine Damen und Herren, der Briefwechsel zwischen Eberhard und Marie-Louise Gothein ist ein aufschlussreiches Dokument zur Geschichte der Deutschen, des deutschen Bildungsbürgertums. 40 Jahre von 1882 bis 1922 führten die Partner ihre Korrespondenz entlang der akademischen Laufbahn des Ehemanns. 1903 wurde Gothein in der Nachfolge des erkrankten Max Webers auf dessen Heidelberger Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft berufen. Weber hätte zwar lieber Sombart, dessen große Studie über den modernen Kapitalismus gerade erschienen war, auf dieser Position gesehen, die Berufungskommission entschied sich aber einstimmig für Gothein, dessen Publikationsliste bedeutende Werke aufwies. Dazu gehörten die Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes, die Kulturentwicklung Süditaliens und die Monumentalbiografie über Ignatius von Loyola und die Gegenreformation. Publikationen, die unter den Schirm der historischen Schule der Nationalökonomie passten. Es war Gustav Schmoller, das Haupt dieser Richtung, der Gothein förderte und auch darüber hinweg tröstete, dass er keinen historischen Lehrstuhl erhalten konnte und erhalten hatte. Mit der Heidelberger Berufung auf Nationalökonomie von 1904 wurde diese Hoffnung endgültig begraben. Einen kleinen Zipfel des großen Traums, in der Nachfolge Burckhardts ein kulturgeschichtliches Ordinariat zu erhalten, konnte er jedoch ergreifen. Er erhielt innerhalb des historischen Studiengangs an der Heidelberger Universität zumindest einen Lehrauftrag für Kulturgeschichte. So konnte er gleich in den ersten Semestern neben allgemeiner Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft eine Vorlesung über die Kulturgeschichte Italiens im Zeitalter der Renaissance halten. Natürlich musste die 10 Jahre jüngere Marie-Louise sich in diesem Umfeld erst langsam orientieren. Von Anfang an stand sie dem akademisch-universitären Milieu nicht bewundernd ehrfurchtsvoll, sondern eher skeptisch gegenüber. Sie schrieb an ihren damaligen Verlobten: »Weißt du, mir wird bange vor dem Universitätsleben. Mir scheint es, als hätte die Intrige in der ganzen Welt keinen Spielraum wie dort. Es ist so unbegreiflich, dass so wenig Aufrichtigkeit unter den Menschen herrscht.« Die ökonomische Absicherung durch die Heirat mit dem 1885 an die Technische Hochschule Karlsruhe berufenen Gothein eröffnete für Marie-Louise die Chance für eigenes wissenschaftliches Arbeiten. Sie beschäftigte sich, von ihrem Manne nicht nur finanziell, sondern auch wissenschaftlich unterstützt, zunächst mit englischer Literatur und konnte in den 90er Jahren Bücher über den englischen Romantiker Wordsworth, über Keats und über den Modernitätskritiker Ruskin veröffentlichen. Mit ihrer zweibändigen Geschichte der Gartenkunst von 1914 erwarb sie sich hohe Anerkennung. In den nächsten Tagen soll die lang erwartete kultur- und kunstgeschichtliche Monographie zu Marie-Louise Gothein von Karin Seber erscheinen. Dort wird auch das wissenschaftsgeschichtliche Kontext behandelt, innerhalb dessen Marie-Louise sich intellektuell bewegte. Damit kann auch ihre Position innerhalb der Szenerie der bedeutenden Frauen im Heidelberger Milieu der Jahre nach der Jahrhundertwende besser erfasst werden. Im Spannungsfeld zwischen Emanzipation, Frauenbewegung, zunächst verweigerter, dann zunehmender Teilnahme am geistigen Austausch der Heidelberger Geselligkeit, erotischer Attraktivität und Familienleben, spielte Marie-Louise eine gewisse Sonderrolle. Sie wurde von Marianne Weber wegen ihrer wissenschaftlichen Kompetenz, der sportlichen Vielseitigkeit, ihrer reichhaltigen Korrespondenz und ihres schönen Hauses mit den 4 Kindern, 4 Söhnen, fast etwas beneidet.
Es ist märchenhaft, so fasste sie ihre Aussagen über Marie-Louise zusammen. Zugleich gibt es jedoch von Marianne die Äußerung, dass Marie-Louise auf sie kalt wirkte. Lediglich Intellekt und Schönheit ohne jede Spur von allgemein menschlicher Herzenswärme. Umgekehrt fiel das Urteil von Frau Gothein über Frau Weber auch nicht ganz euphorisch aus. Zwei unterschiedliche Modelle der Lebensführung prallten nämlich aufeinander. Während Marianne in vielfältige politische und soziale Aktivitäten eingebunden war, ging der Weg von Marie-Louise zu ihrer eigenen Verwirklichung in die entpolitisierte Privatheit ohne Interesse an der Reorganisation der öffentlichen Sphäre, wie es Ingrid Gilcher-Holtheit formuliert hatte. Die Briefe, die die Gotheins in ihrer Heidelberger Zeit austauschend, sind großteils dem universitären Geschehen gewidmet. Die meisten Professoren dieser Zeit werden erwähnt. Von ihnen steht Weber ganz an der Spitze. Nur zwei Personen werden öfters genannt. Das waren Goethe und Percy Gothein, der jüngste Sohn und George-Adept. Ganz besonders aussagekräftig sind die Briefe, in denen meistens Eberhard von den Begegnungen im Hause der Webers erzählt. Prämisse der Heidelberger Korrespondenz war die Anerkennung der überragenden Leistung Webers. Gothein hatte keine Probleme damit, den wissenschaftlichen Status seines Vorgängers zu schätzen und versuchte nicht krampfhaft, sich gegen Weber zu profilieren. Seiner Frau schrieb er schon gleich am Beginn der Heidelberger Zeit: Bei ihm ist eben eine seltene Vereinigung theoretischen Denkens und der historischen Bildung vorhanden, wie sie jetzt in solchem Maß überhaupt niemand besitzt. Zunächst will ich quellennah auf die Besuche Eberhard Gotheins bei den Webers eingehen. Leider geht er in seinen Briefen kaum auf die sonntags stattfindenden Jours in der Ziegelhäuser Landstraße ein. Das hat den einfachen Grund, dass an diesen Tagen beide in Heidelberg waren und meist selbst an diesen exklusiven Treffen der Heidelberger Kulturwelt teilnahmen. Im Unterschied zu dem älteren Eranos-Kreis, wo eher noch die traditionelle Geheimratsgeselligkeit gepflegt wurde, schufen die Webers mit ihrem Jour fix eine offenere, geschlechts-, generations- und milieuübergreifende Geselligkeitsform. Trotz der Ungezwungenheit spielte der Gastgeber mehr als eine moderierende Rolle. Marianne Weber erinnert in dem Lebensbild ihres Mannes: Selbstverständlich schlafen wir nach diesen Sonntagen sehr schlecht, nach diesen Exzessen. Beide hatten das Gefühl, dass die Jour fix nicht immer gelungen waren. Der Einzige, der die Klippen der Kommunikation elegant umschiffte, war Georg Simmel. Dennoch blieb auch bei ihm ein Unbehagen, wie es sich bei einem Besuch von Gothein bei Simmel in Straßburg im Januar 1918 bestätigte. Gothein hatte die Unterhaltung mit Simmel genossen, wie er in einem Brief an Marie-Louise schrieb. Angestrengte Phasen, Vulkanausbrüche und Übertreibungen wie bei Weber waren bei Simmel nicht zu befürchten. Zweimal hatte er sich vergeblich bemüht, dass er nach Heidelberg kommen könne. Im Brief schrieb Gothein bei der Beurteilung Simmels: Es wäre schön, einen immer geistreichen, immer gabebereiteten, philosophischen Kollegen zu haben und jemand, der so gar nicht Autorität sein will, sondern nur geben und debattieren. Im Rückblick auf die Heidelberger Geselligkeit der Jours waren sich Gothein und Simmel einig. Ich gebe den Brieftext wörtlich wieder. Wie wenig aber die Deutschen zur Grazie geistiger Geselligkeit befähigt sind, dafür dienten uns beiden übereinstimmend die Weberschen Sonntage.
die von Marianne oktroyierte Sesshaftigkeit und der eiserne Bestand gläubig lauschender Frauen ohne jedes eigenes Urteil waren bestimmend für diese Jours. Unter den Teilnehmern, seltene, gelegentliche und permanente, waren Robert Michels, Werner Sombart, Georg Simmel, Gustav Radbruch, das Ehepaar Jaspers, Emil Lask, Stefan George, Friedrich Gundolf, das Ehepaar Heuss, Georg und Camilla Jelinek, Georg Lukacs, Karl Mannheim, Ernst Bloch, Mina Tobler und so oft wie möglich das Ehepaar Gothein. Ich habe diese Namen deshalb erwähnt, weil ich im Folgenden auf eine andere Geselligkeitsform im Hause Webers eingehe, die aus weniger Personen bestand, aber im Briefwechsel der Gotheins die zentrale Rolle spielen. Es handelt sich um kurze Gelegenheitsbesuche, bei denen sich manchmal mehrere Leute trafen. Oft waren die Besucher aber auch mit Marianne und Max Weber ganz alleine. Da konnte nicht jedermann kommen, es sei denn zwischen den Gastgebern und den Besuchern bestand ein gewisses Vertrauensverhältnis. Unvorstellbar, dass Ernst Bloch einfach vor der Haustüre gestanden hätte, wohl aber war Gothein immer ein gern gesehener Gast. Geht doch einfach bei Weber vorbei, daran erinnerte Marie-Louise öfters, wenn sie sich auf Reisen befand. Wir plauderten hin, wir plauderten her. Das war manchmal so. Dann wieder kam es zu regelrechten Disputationen. Einige dieser Besuche, dieser informellen Besuche, möchte ich im Folgenden skizzieren. Im Unterschied zur späteren Forschung, die Webers Arbeiten zur Psychophysik der industriellen Arbeit als einen unwichtigen Nebenstrang seiner Wissenschaften angesehen hat, war Gothein von den Weberschen Versuchen zur Psychophysik gleich angetan. Der Problemkomplex umfasste Fragen wie Arbeitszeit, Arbeitslohn, Arbeitsmoral und Arbeitspsychologie. Max Weber bestrach mit Gothein das Programm für eine Enquete, die er im Auftrag des Vereins für Sozialpolitik schreiben sollte. Gothein, der die erste Berührung mit Webers Konzeption machte, sagte, seine Postulate sind gut, geistreich und vorsichtig formuliert, um in den unvergorenen Most seines Bruders, der ganz von den hiesigen Psychiatern kaptiviert ist, Wasser zu gießen. Wie so oft kommt im Vergleich zwischen den beiden Brüdern Max um vieles besser weg. Gothein jedoch sieht sich sogar im Vorteil gegen jeden der beiden Brüder, die in erster Linie theoretisch arbeiteten. Ihnen fehlte das, was er sich in vielen zahlreichen Exkursionen erworben hatte. Es war die unmittelbare Erfahrung aus der Anschauung bei seinen unzähligen Betriebsbesichtigungen. Max Weber habe aus Gotheins Mitteilungen mehr erfahren können, als aus dem psychiatrischen Gerede von Ermüdungsgrenzen, vererbter Fähigkeit, Belastung, wie es Alfred Weber ohne alle Anschauung bringt. Gothein sieht richtig, dass im Streit zwischen den beiden Brüdern die Auseinandersetzung um die Psychophysik exemplarischen Charakter hat. Dies wird auch an folgendem Zitat von Alfred Weber, der sich von Max Weber absetzt, deutlich. Mein Interesse wurde bei den Untersuchungen überkreuzt oder übertönt durch die von meinem Bruder vertretene Fragestellung. Hier ist alles objektive Betriebsanalyse in ihrem Bezug auf die Physis und Psyche der Arbeiterschaft. Gothein lehrte nicht nur Nationalökonomie, sondern konnte auch kulturhistorische Vorlesungen halten. Dabei nahm er sich das Werk des Kunsthistorikers Henry Tothe, der damals in Stadt und Universität Heidelberg einen vorzüglichen Ruf hatte, dieses Werk nahm er sich vor.
vor allem sein vielgelesenes Schlüsselwerk Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. Durch dieses Buch fühlte er sich als Burckhardt-Schüler herausgefordert. Tode bestritt, dass die Italiener das Individuum aus den Pfaden der Antike befreit hätten, sondern behauptete, dass dies, so die etwas polemische Formulierung von Gothein, dass dies durch ein mythisches Hindämmern in den Traditionen des heiligen Franziskus geschehen sei. In Tode sah Gothein einen Vertreter des mystischen Prophetentums, das wie alles Prophetentum subjektive Willkür sei. In Weber fand Gothein Unterstützung bei seiner Ablehnung der absurden todischen Schriften. Dermaßen durch Weber abgesichert, kam Gothein zum Schluss, indem er über Goethe zusammenfassend formulierte: Wenigstens weiß ich jetzt, wer mein intellektueller Gegner ist. Einen solchen braucht der Mensch, und zwar einen in seiner Art bedeutenden und einflussreichen, den zu bekämpfen und zu stürzen sich lohnt. Das war ein kühnes Wort gegenüber einem Professor, der seit 20 Jahren den Lehrstuhl für Kunstgeschichte in Heidelberg hatte. Ein weiteres Beispiel: Im Sommer 1911 reisten die Webers nach Paris. Mit Intensität bemühte sich Max, wie es Marianne sagte, die Stadt sich regelrechtig zuzueignen. Sie konstatierte bei ihm eine regelrechte geistige Gefräßigkeit. Nach Gothein stand Weber noch im November unter dem starken Eindruck der französischen Metropole, als er nämlich gemeinsam mit Gundolf einen Besuch in der Ziegelhäuser Landstraße abstattete. Er beschreibt die rhetorische Situation: Weber immer der Führende, voll interessanter Erzählungen. Die Gesprächsphasen verliefen sich in unzählige Verästelungen. Gothein bewunderte die enorme Kenntnis des Gastgebers. Gothein erfuhr, er vermerkt das mit Ironie, dass jetzt wieder in der Pariser Sezession gewissenhaft Feinmalerei mit dünnem Farbauftrag Mode war. Weber hatte sich, wie er sagt, tief eingegraben in die literarisch-ästhetische Thematik. Gothein war voll Bewunderung für diesen distinguierten Geist. Kommt aber nach dem Nachhauseweg ins Grübeln über die Werthaltigkeit dieser ganzen Unterhaltung, bei der es nur um die Bewertung der Schöpfung anderer ging. Da war ich doch etwas kleinlaut über unsere Professorenvirtuosität, die sich von der Arbeit anderer nährt. Nicht alle Besuche verliefen so angespannt. Im Juli 1915 waren neben Gothein nur Frauen anwesend. Er amüsierte sich, da Mina Tobler und eine Professorengattin vor Webers Stuhl lagen und seiner Sicht des Krieges lauschend gläubig zuhörten. Gotheins Versuch, das Thema zu wechseln, hatte keine Chance, da Weber auf Wunsch der Damen seine heftige Kritik an der Kriegsführung fortsetzen wollte. Frau Braus, das war die Frau, die andere Professorengattin, fasste schließlich die Lage zusammen. Gothein sagt, bewundernd und naiv. Sie sagte: Ach, wenn doch statt dieses Bethmanns die Nationalökonomen und Historiker die Politik leiteten. Die können mit ihren Kenntnissen doch alles, wie es sein und kommen muss, viel besser beurteilen. Gothein bezeichnete diese Aussage als naiv. Übrigens rechnete er auch Marianne zu diesem Typ Frauen, es sei denn, es stünden ihre Dogmen auf dem Spiel. Von Marie-Louise wünsche er sich auch etwas mehr Gläubigkeit an ihren Mann, aber nicht gerade zu dem gezeigten Preis. Dann lieber schon umgekehrt.
Das bedeutete, dass sich an der Machtbalance innerhalb der Gothainschen Ehe nichts ändern sollte. Für Marie-Louise ist der Typ der erwähnten Jüngerfrauen entweder nur lustig oder direkt abstoßend. Der häusliche Rahmen bedeutete für Weber nicht, dass er in zurückhaltend souveräner Haltung des Gastgebers Gespräche moderierte, sondern er nützte seinen Heimvorteil, seine Position agonal und offen zu präsentieren. Dies wurde Gothein bei seinem Besuch am 16.10.1910 deutlich. Außer Fräulein Tobler, der Unvermeidlichen, war noch Bernhard Guttmann, Auslandskorrespondent der Frankfurter Zeitung, anwesend. Gothein merkte ihm an, diesem Herrn Guttmann, wie schwer es ihm fiel, von den alten internationalen Illusionen Abschied zu nehmen. Guttmann bedauerte, dass inzwischen sogar in der FZ, in der Frankfurter Zeitung, einige Alldeutsche saßen. Während Gothein wie immer Journalisten gegenüber äußerst behutsam war, machte Weber aus seinem Herzen keine Mördergrube. Gothein fasst zusammen, jetzt will er nichts weniger als eine Vermögenseinziehung von 40%, als ob er es darauf anlegte, die deutsche Volkswirtschaft, die der Krieg nicht ruiniert hat, im Falle des Friedens zu ruinieren. Selbst für Marianne waren diese Vorstellungen von Weber radikal, obwohl sie selten widersprach. Nur Fräulein Tobler, die ewige Anbeterin, lauschte der Offenbarung gläubig. Das war bei Weber eine im privaten Kreis geäußerte Forderung, die sich natürlich in seinen Schriften zum Weltkrieg nicht so findet. Sein wirtschaftspolitischer Grundtenor lief eher auf eine zurückhaltende staatliche Interventionspolitik hinaus. Hingegen waren seine politischen Reformvorstellungen in Parlament und Regierung im neu geordneten Deutschland, so hieß ja eine Hauptschrift aus dem Jahr 1918, weitgreifend. Wie sehr sich Gothein mit der Person und mit dem Werk Webers auseinandersetzte, zeigt sich an vielen Bemerkungen im Briefwechsel. Immer wieder bezeichnet er, aber auch Marie-Louise, den Kampf als Webersches Lebenselixier. Im Streit um die Verwendung von Werturteilen erwähnt er, dass Weber ihm Gothein Inkonsequenz vorgeworfen habe. Leider lässt Gothein einfach diese Beurteilung stehen, ohne sie weiter zu reflektieren. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es war ein Briefwechsel mit seiner Frau, der die an den detaillierten Positionen in der sozialwissenschaftlichen Diskussion nicht unmittelbar großes Interesse immer zeigte. In einer Art Rezension für Marie-Louise des von 1910 bis 1912 erschienenen Jahrbuchs für das geistige Leben, dem programmatischen Organ des George-Kreises, hält er die dort vertretene Aussage, dass Weber die These vertrete, der Protestantismus habe den Kapitalismus hervorgebracht, für Unsinn, verzichtet jedoch auf die Chance, dieses Fehlurteil aufzuklären. Er arbeitet aber immer weiter mit weberschen Kategorien. So sieht er, dass in den rheinischen Großindustriellen in ihrer besten Variante der Geist, die Berufsethik Max Webers stecke. Kam ein neues Buch über die Religionssoziologie heraus, haben Marie-Louise und Eberhard das Werk sofort im ehelichen Verbund gelesen und diskutiert. Dabei geht es um die alttestamentarischen Propheten und um die politische und soziale Stellung der Brahmanen in der Hinduismusschrift. Auf politischem Gebiet werden die Gotheins mit der Stellung Webers im Beraterkreis um Max von Baden konfrontiert.
Scharfsinnig sieht Marie-Louise Gothein, dass Gothein, der unbedingt Mitglied werden wollte, in einem Kreis um Max Weber, im sogenannten Heidelberger Kreis, dort nicht besonders erwünscht gewesen sei. Weber sei zwar ein Prophet der Organisation aufgrund seiner großen publizistischen Wirkung, aber als politischer Führer sei er ungeeignet, da er seine Rolle in den politischen Wirren der Zeit nicht definieren könne. Schade, dass es aus dieser Zeit, also aus der Zeit des Heidelberger Kreises um Max von Baden, schade, dass es aus dieser Zeit kein Gespräch zwischen Weber und Gothein gibt. Vor allem keinen Brief, in dem Gothein seiner Frau über den Grundwiderspruch zwischen Max Weber und Gothein hätte berichten können. Weber wollte durch politische Aktivitäten und eine breit angelegte Publizistik Parlament und Regierung durch einen demokratischen Prozess verändern. Gothein hoffte auf Verbesserung durch die Effektivierung der Verwaltung, die gemeinsam mit einer starken Regierung, deren Legitimation er im Wagen hielt, die kriegsbedingte Krise überwinden. Welch ein Thema für eine längere private Diskussion. Noch einige Worte zur Einschätzung von Marianne Weber. Als die Gotheins 1904 nach Heidelberg kamen, hatte Marianne Weber schon vielfältige Erfahrungen in der Frauenbewegung hinter sich. Das war sowohl auf praktisch-organisatorischer Ebene als auch im wissenschaftlich-publizistischen Kontext eine zeitraubende Arbeit. Man denke nur an ihren Disput mit Georg Simmel über die Differenzierungen der Frauenbewegung. Marie-Louise Gothein, ausgewiesen durch anerkannte Arbeiten zur englischen Literatur, Geistesgeschichte und Religionswissenschaft, litt darunter, dass sie trotz ihrer anerkannten Kompetenz von den Zusammenkünften des Eranos-Kreises ausgeschlossen blieb. 1909 begann sich mit der Gründung des Januskreis vieles zu ändern. Den Frauen wurde die Mitgliedschaft in dieser naturwissenschaftlich-philosophischen Vereinigung erlaubt. Die Lage der bildungsbürgerlichen Frauen im Universitätsmilieu begann sich aufzulockern. Der Emanzipationsprozess wurde durch eine weitere Facette bereichert. Marianne hätte hier vieles dazu sagen können. Eines ist sicher, dass Marie-Louise Gothein keines ihrer Bücher oder keine ihrer Schriften gelesen hatte. Am 2.6.1912 schrieb sie nach der Lektüre eines Aufsatzes von Marianne über die pekuniäre Sicherstellung der Frau, dass sie doppelt entsetzt gewesen sei über diese Dürftigkeit und Trockenheit. Nein, das Erste, was ich von ihr lese im Jahre 1912, es hat mich nicht nach mehr lüstern gemacht. Es kann nicht überraschen, dass sie in der großen Biografie ihres Mannes, wo sie auch das Umfeld sehr weit umfasst, beschreibt, in dieser Biografie verliert sie kein Wort über Marianne. Vielleicht ist das aber auch nur eine Retourkutsche für ihre eigene Nichterwähnung in Mariannes Lebensbild über Max Weber. Das Bild, das Gothein von Marianne in seinen Briefen entwirft, ist durchaus ambivalent. Einerseits habe sie sich als Staffage für ihren Mann gezeigt, andererseits präsentiert sie sich in den vielen intellektuellen Begegnungen mit anderen als selbstständige Wortführerin auch in heiklen Gesprächssituationen. Dass sich ihr Leben aber auch außerhalb der akademischen Geselligkeit abspielte, kann am nächsten Beispiel verdeutlicht werden. Bei einem Besuch am 2.9.1911 wurde Gothein mit einer völlig anderen Situation konfrontiert. Er nannte es eine Art Lustspielszene. Frau Weber war,
mit einer kleinen, Zitat Gothein, verfallenen proletarischen Näherin mit wenig Zähnen zusammen. Sie hatte 5 Kinder von unterschiedlichen Männern. Von einem verheirateten Mann habe sie jetzt ein 6. bekommen und dazu noch ein Kind. Frau Weber versuche nun als Rechtsschutzbeauftragte von diesem die Alimente für die Frau zu bekommen. Gothein sagt über Marianne Weber: Die gute Marianne sprach so christlich erbarmend für diese gealterte Magdalena, dass es mich wirklich rührte. Solche Ehrlichkeit und Güte versöhnen mich immer wieder mit ihrer Pedanterie, die ja alleine für sich stehend unausstehlich sein würde. Dann, sie ist eigentlich in diesen Widersprüchen eine Gestalt für einen Humoristen. Marianne stellte an den anwesenden Gothein die rhetorische Frage, wie könne man ein solches Elend vermeiden? Und sie gab zugleich die Antwort, nur durch die Erziehung der Frau zur Politik. Das heißt, durch die Arbeit an der Erweiterung des Frauenstimmrechts. Sie bat Gothein in einer Veranstaltung der Nationalliberalen, das war die Partei der Professoren und zunehmend auch deren Ehefrauen, einen Vortrag zur Aufklärung dieser Zusammenhänge zu halten. Er kam, referierte und enttäuschte jedoch diese Erwartungen. Er spitzte seinen Vortrag auf eine skeptische, ja sogar destruktive Sicht auf das Parteiwesen zu. Parteien seien das Vergängliche und an sich Wertlose in der Politik. Politische Bildung müsse mit wirklicher Sachkenntnis über die dauernden Grundlagen und Werte des Staats- und Wirtschaftslebens anfangen. Nur die Partei sei die beste, die am wenigsten Partei sei. Marianne, die doch etwas wollte, ein Hervorheben der nationalliberalen Partei, Marianne Weber muss über diese professorale Hilfestellung genauso enttäuscht gewesen sein wie bei einem Vortrag Georg Jelineks über die Emanzipation der Frau. Charakteristisch für Marie-Louise Gothein war, dass sie zwar wegen des Konformitätsdrucks aus ihrem Umfeld, sowohl der Frauenbewegung als auch in der liberalen, nationalliberalen Partei aktiv war. Aber sie hat sich sehr schnell aus beiden Organisationen zurückgezogen. Nicht nur wegen ideologischer Vorbehalte, sondern wegen ihres distanziert skeptischen Naturells. Immer wieder hat sie sich gefragt, wieso sie sich so schwer im sozialen Leben einpassen könnte. Manchmal schien diese Frage auch durch Depressionen zeitweilig beeinträchtigt zu sein. Nicht zuletzt litt auch das Verhältnis zu den Webers unter dieser Reserviertheit Marie-Louise. Sie schrieb an ihrem Mann quasi in einem Rückblick auf das Verhältnis zu den Webern Folgendes: Wie einsam ist es doch geworden. Ich sehne mich so danach, wieder einen nahen Menschen zu haben. Morgen Nachmittag gehe ich zu Webers. Ich freue mich eigentlich ganz darauf. Nur ist ja auch das Verhältnis zu denen, zu den Webers, nur ein Fernes. Na, man ist ja immer seines Lebens eigener Schmied. Durchaus ein Eingeständnis, dass sie nicht allzu viel in die Beziehung zu den Webers investiert hatte. Nur zu Else Jaffé schien sie in letzter Zeit des Krieges eine engere Beziehung entwickeln zu können. Aber weit entfernt von der innigen Freundschaft, wie sie Marianne und Else bereits seit den späten 90er Jahren pflegten. Jetzt noch einige Worte über die Sicht von Alfred Weber durch die Gotheins. Nach der Berufung von Gotheins Kollegen Friedrich Rathgen an das Hamburger Kolonialinstitut bot die Universität Heidelberg 1907 dessen Stelle Alfred Weber an, der bis dahin und sehr gerne in Prag gelehrt hatte. Es entstand keine einfache Konstellation. Max Weber,
war trotz seines Rückzugs von seinem Amt weiter im universitären Milieu einflussreich und mit seinem Bruder waren Spannungen zu erwarten. Die beiden Ordinarien, Gothein und Alfred Weber, mussten den Umgang miteinander erst lernen. Ihr Verhältnis sollte immer wieder durch unterschiedliche Vorstellungen über Wissenschaft, über abweichende Organisationskonzepte im Studium und vor allem auch durch charakterliche Unterschiede und getrübt werden. Hinzu kam die Rolle Marie-Louises, die einen selbstständigen Zugang zu Alfred Weber fand und stellenweise Alfred Webers Persönlichkeit gegen ihren Mann ausspielte. Weber kannte die Leistung Gotheins bei der Leistung des Seminarbetriebs und bei der Betreuung der vielen Doktorarbeiten an, bedauerte aber, dass Gothein deshalb allzu sehr von den großen Aufgaben der Wissenschaft abgehalten werde. Im Juli 1909 bündelte Gothein all diese Probleme in einer großen Denkschrift an das zuständige Ministerium und trat zugleich für Simmels Berufung nach Heidelberg ein. Nach Gothein schien die Berufung Simmels gut zu laufen, als, Anführungsstriche, der Esel Alfred Weber durch sein plumpes Verhalten während der Öffnungsfeier der Akademie der Wissenschaft alle Chancen zunichte machen, indem er vor allem den Kultusminister Dusch damit provozierte, ohne es zu wollen. Er sagte, Simmel würde hunderte von russischen Studenten und Studentinnen nach Heidelberg locken. Der Kultusminister Dusch antwortete in seiner betont trockenen Art, um Gottes Willen, die wollen wir gerade mit allen Mitteln fernhalten. Gothein fragte brieflich Luise, ob sich solche Leute wie Weber einbilden, dass Dummheit und Plumpheit Charakterstärke sei. Es ist deutlich, dass der Ton von Gothein gegen Alfred Weber stellenweise polemischer wird. Alfred Weber halte sich bei allen Vorschlägen, die auch nur ein Quäntchen mehr Arbeit mache, zurück. Das hinge auch damit zusammen, dass er sich immer mehr in die höheren Regionen der Soziologie hineinschwebe und konkrete Ausbildungsfragen in der Nationalökonomie vernachlässige. In der Tat, die reine Theorie des Standorts war das letzte große nationalökonomische Werk, 1909, das von Weber erschienen ist. Auch wenn er noch weiter die üblichen Lehrveranstaltungen hielt, sein Interesse verlagerte sich auf kultursoziologische Fragen. Ein Umbruch, der ihn nicht nur in Distanz zur nationalökonomischen Fachwissenschaft brachte, sondern auch zum Wissenschaftsverständnis seines Bruders. Auch für Marianne liefen in dieser Phase die Gespräche mit Weber oft dunkel und verworren. Eberhard sah Alfred Weber damals nur noch in höheren Regionen schweben. In Zeiten des Krieges wird auch die Tonlage der Briefpartner untereinander aggressiver. Marie-Louise macht Eberhard den Vorwurf, dass er niemals Forderungen aussprechen und deshalb im Status quo stecken bleibe. Ganz im Unterschied zu Edgar Jaffe, der wenigstens an der Verwirklichung seiner staatssozialistischen Ideen arbeite. Das will Gothein nicht auf sich sitzen lassen und er entwickelt ein ganzes Panorama von Entscheidungen, in der Gothein eben durch diese Entscheidungen die Realität in vielen Sektoren verändert hatte. Er sei kein Quietist. Dass Marie-Louise die Wirksamkeit von Alfred Weber, der kämpferischer, eindeutiger, leidenschaftlicher, schon immer von ihr höher eingeschätzt wurde, das empörte Gothein immer noch und immer mehr. Verärgert und verstört
Und voller beleidigtem Trotz warf er Marie-Louise vor, sie ziehe Alfred Weber wiederum vor und sehe in ihm keine Persönlichkeit. Natürlich kann man die Beziehung zwischen den beiden nicht auf diese letzte Phase so reduzieren. Es war sicher auch sehr stark situationsbedingt, dass Gothein keine Persönlichkeit gewesen sei. Dass hinter den Urteilen der Gotheins immer auch das persönliche Verhältnis zwischen dem Ehepaar stand, ist offensichtlich, und ich hoffe, ich konnte hierzu einige Aspekte erläutern. Vielen Dank.